Dremio Lok, werte Zockergemeinde, und willkommen zum dritten Video der Early Beta von New World. In diesem Video geht es wie angekündigt um das Kämpfen und das macht ordentlich Laune, wenn der Server nicht so stark rumspackt. Im Übrigen fällt mir gerade ein, ich habe etwas vergessen allgemein zu erwähnen. Ah, hier haben wir so eine Spezialblume. Blubber, blubber, blubber. Zap. Es gibt Pilze. Das wären die hier. Die sind allerdings abgeerntet. Die braucht man für Farbpigmente, um mit denen dann Farbe produzieren zu können, mit welcher man dann die Ausrüstung einfärben kann. Was irgendwie ganz cool ist. Ich hoffe, es gibt irgendwo einen schwarzen Pilz. Hier haben wir orangene Pilze. Hier im Windkreis haben wir grüne Pilze. Also grün könnte ich schon machen. Aber, ja. Ah, blöder Baum. Blöder Baum! Okay, hat ein anderer gekillt. Meins. Ja, man kann sich den Scheiß auch gegenseitig klauen. Gut. Also. Gehen wir erstmal Grundlegendes durch. Wir haben hier jetzt die verschiedenen Waffenarten. Jede Waffenart hat insgesamt 6 verschiedene Skills. Alter, so weit wollte ich jetzt nicht zurück. Beim Schwert funktioniert die zweite Dings nur, wenn man auch ein Schild trägt. Bei den anderen ist es irrelevant. Und ja, Kriegshammer habe ich tatsächlich noch nie benutzt, wirklich. Weil ich mag große, schwere Waffen einfach nicht. Und die Skills sind dann auf Q, R oder F. Ah, so kann man es auch noch bewegen. Das ist gut. Das ist, man kann jeweils nur 3 Fähigkeiten aktiv halten. Dann haben wir ein paar passive Fähigkeiten. Und ja. Die Waffentypen habe ich ja schon erklärt im ersten Video. Also muss ich jetzt nicht mehr groß machen. Gut. Dann fangen wir an mit denen, die ich dabei habe. Ich repariere die Dinger mal noch kurz. Den Kram sie auch. Selbst im Inventar nimmt das Zeug irgendwie Schaden. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Aber naja, ist es halt so. So, alles soweit repariert. Wir fangen uns an mit der Muskete. Meine auch zukünftige Hauptwaffe. Als Skills hat die einen Starkangriff, der zusätzlich 25% Schaden anrichtet. Dann haben wir einen Skill, wo man eine Schusshaltung einnimmt, wo die Beweglichkeit einschränkt, aber die Genauigkeit erhöht und die Nachladegeschwindigkeit. Denn die Muskete hat einfach... Achso, das ist der Truthahn. Ein Truthahn! Gib mir die Federn. Die Muskete hat halt einfach den Nachteil, dass sie eine ziemlich hohe Ladezeit hat. Also der Bogen, der schießt deutlich schneller. Dafür fliegt das Geschoss viel schneller. Das heißt, man ist viel genauer. Man muss nicht voraimen, wenn ein Ziel sich bewegt. Oder weniger voraimen, whatever. Das Zielen und Schießen ist viel genauer und die Reichweite ist höher.
Dann haben wir hier als passiven Skill. Fügt allen gezielten Musketenschüssen einen 1,5-fachen Zoom hinzu. Mit dem Mausrad kannst du beim Zielen heraus und hereinzoomen. Echt cool. Und dadurch wird das Ding richtig zu einer Sniper. Also wir können jetzt hier mit dem Mausrad nach vorne. Zip. Mausrad nach hinten. Mausrad nach vorne. Und damit kann man richtig gut snipen. Und das zeige ich jetzt gleich von einer anderen Position aus. Ich hoffe, ich komme hin, ohne zu kämpfen. Nehme ich mit. Hier in der Siedlung sind die in allen... Oh. Hat er mich gesehen? Verdammt, er hat mich gesehen. In allen Häusern solche Kisten, die man looten kann. Und eben, die haben irgendwie einen Respawn-Timer von, keine Ahnung, einer halben Stunde oder sowas. Und deswegen ist hier auch so viel los, weil man hier einfach viel Zeugs kriegt. Da, Pfeile zum Beispiel. Lösungsmittel, das man vor allem später benötigt. So. Und jetzt. Snipe! Snipe! Und vor allem, achtet jetzt mal darauf, da hinten ist ein Gegner in dem Haus da drüben. Der ist ziemlich weit weg und trotzdem, wenn ich nicht daneben schieße, treffe ich ihn. Also die Muskete ist ein verdammtes Sniper. Das Spiel hat kein Agro-System. Die greifen einfach, sobald sie aufgescheucht werden, das nächste, den nächsten Gegner an, den sie sehen. Huch, Doppelschuss? Und das Ganze ist halt eben... Genau, das wollte ich noch am Anfang eigentlich wählen. Das ganze System ist ein Learning by Doing. Jeden Kill, den man mit einer Waffe macht, gibt Erfahrung auf den Charakter und Erfahrung auf die Waffen, die bei der Tötung von Nutzen waren. Also, das heißt, ich habe jetzt nur mit der Muskete gespielt, nur mit der Muskete angehittet und getötet, also kriegt nur die Muskete Erfahrungspunkte. Und ja, es ist irrelevant, ob man den tödlichen Schuss abgibt oder ob man überhaupt viele Schüsse abgibt. Sobald man einen Schuss auf das Ziel abgegeben hat und danach stirbt es, erhält man die Erfahrungspunkte. Kopfschüsse geben extra Schaden. Also, möglichst immer auf den Kopf schießen. Na komm. Machen wir mal den Skill an. Verdammt, den Skill verkackt. Oh Mann. Okay, noch ein Versuch. Diesmal treffe ich aber auch. Denn diesmal nehme ich auch den Skill noch rein. Und... Bap! Was? Ich glaube nicht, dass ich schon wieder verschossen habe. Letztes Mal, beim ersten Mal, als ich es gemacht habe, habe ich voll getroffen. Na egal. Ah! Die Bewegung, die manchmal machen, ist so scheiße. Einfach nicht vorhersehbar. Ja, durch Spieler kann man nicht hindurchschießen und jedes Mal, wenn man einen Spieler treffen würde, kriegt man die Meldung wie im PvP. Ich will ja auch nicht den Spieler treffen, du Sack. Ab und zu lassen die Gegner noch was fallen, ist allerdings sehr selten. Ja. Das ist die Muskete. Einfach ein verdammter Sniper. So, den habe ich jetzt einmal angehittet. Mehr nicht. Ich ziele nicht mal mehr. Zap, und habe Erfahrung gekriegt. Man muss einfach nur einmal anhitten und das war's.
Wenn du mir so kommen willst, dann erschieße ich dich aber auch, Penner. Ja, den nehmen wir mit. Gut. So viel zur Muskete. Ich habe jetzt auch schon 50 Schuss verbraten, Alter. Gut. Zweite Waffe. Die Axt. Das ist eine Wurfaxt. Die hat ebenfalls 3 Skills hier. Also eigentlich hat sie 2 verschiedene Möglichkeiten. Entweder als Wurfaxt oder als reine Nahkampfwaffe. In der Wurfaxt-Tree haben sie 3 Skills, die alle 3 Würfe sind. Hier wirft er schnell, aber schwach. Hier wirft er langsam, aber stark. Und ich habe jetzt bisher nur den normalen Skill und habe den so gut passiv gestärkt, wie es geht. Also hier mit einer zweiten Achse geworfen werden kann und mit einer dritten Achse geworfen werden kann. Da gibt es noch den Berserker-Modus, das ist eine reine Nahkampfwaffe. Naja, erhöht den Schaden um 10%. Das könnte man vielleicht mit reinnehmen. Aber ganz ehrlich, die Axt als Nahkampfwaffe ist unsinnig. Ja, wir haben hier einen Berserker-Modus, der mehr Schaden macht. Sie macht mehr Schaden als das Schwert, aber ihr fehlt an Reichweite irgendwie. Es ist verdammt schwierig, zumindest im aktuellen Stand des Spiels, mit der Axt effektiv zu treffen. Das Schwert hat mehr Schwung, ein bisschen mehr Reichweite, deswegen trifft man mit dem Schwert auch besser Gegner im Nahkampf. Ich sage an der Stelle immer, die größte Stärke bringt nichts, wenn man mit ihr nicht trifft. Und genau das trifft mit der Axt einfach zu. Ich hoffe, dass sie das Ganze noch ein bisschen bessern werden, verfeinern werden, dass man auch mit der Axt im Nahkampf wirklich was reißen kann, wenn man noch trifft. Dann bringt auch der Berserkerbaum wirklich was. Bis dahin effektiv wirklich Wurfbaum. Der ist momentan auch wirklich Meta. Jeder zweite nutzt die Axt im Wurfbaum. Und ja, sie ist einfach auch fucking vielseitig. Wir können, wenn wir hier am Gegner sind, wirklich in Nahkampf gehen, im Nahkampf kämpfen. Ne, keine Gegner da. Ja, es gibt übrigens auch Fallschaden, nur so als Randnotiz. Beziehungsweise machen wir es anders. Wir können die in den Wurfmodus versetzen. Das ist ein Skill. Kann man also erst machen, sobald man den ersten Skill auch freigeschaltet hat. Die Axt fällt zwar relativ schnell, aber wenn man es so ein bisschen drin hat, dann trifft man auch aus der Entfernung relativ gut. Das ist gerade ein blöder Gegner. Und man kann auch in den Nahkampf gehen mit ihr. Aber das ist gerade so ein Fernkampfer, also erledigen wir es auch mit dem Fernkampf. Der Schaden der Axt, der ist auch im Fernkampf wirklich gut, also besser als die Muskete eigentlich. Nur halt, die Muskete ist sehr viel genauer. Also bei der Axt, erstmal die Axt fliegt relativ langsam und vor allem auf größere Distanz. Okay, versuchen wir mal durchs Fenster zu schießen. Durchs untere. Ja, ein bisschen zu hoch. Jetzt ging er rein. Also es ist nicht ganz leicht. Ja, die dritte ist jetzt nicht geflogen. Aber eben, da können wir auch in den Nahkampf gehen. Wo es halt wirklich praktisch ist. Nahkampf, ausweichen, Fernkampf, frisst die Axt. Und das macht die Axt einfach unglaublich vielseitig. Mit einem Angriff ausweichen, Fernkampf, wirft die Axt, frisst sie. Wenn man da noch trifft. Ih, zu spät ausgewichen.
Ja. Zu Kämpfer mit der Axt. Und deswegen finde ich die Axt einfach so unglaublich genial. Sie ist sowohl für Nah- als auch Fernkampfangriff gut. Eigentlich nur für kurze bis mittlere Distanz, aber wenn man es wirklich drauf hat. Wenn es wirklich drauf hat. Gut, das Schwein ist jetzt ein bisschen zu weit weg und auch hinter der Wand. Da haben wir eine Mauer. Dann treffen wir auch aus großer Entfernung. Huch, Entschuldigung, wollte ich nicht. Oh, ich habe den Spieler getroffen. Die Axt ist ein verdammtes Spielzeug. Habt ihr das gesehen, aus welcher Entfernung ich den getroffen habe? Also, ja. Gut. Die nächsten Waffen. Der Hammer. Wofür der genau da sein soll, weiß ich nicht. Außer für absolute Zerstörung. Okay, Blockbrecher. Man kann blocken. Und der durchschlägt wahrscheinlich ziemlich gut Block. Und Schockwelle. Das ist ein AOE dann. Und ja, halt das Blocken. Das können die Fernkampfwaffen da wiederum nicht. Die können dabei vier zielen. Hallo Tutan. Stirb. Oh, hier. Der Hammer macht halt ordentlich Damage. Also wirklich heftig. Die Nahkampfwaffen, die haben auch einen aufgeladenen starken Angriff. Das habe ich bisher vergessen zu erwähnen. Und den habe ich gerade gezeigt. Das ist der hier. Und ja, der Hammer, der macht wirklich fett Damage, muss ich zugeben. Also, keine Ahnung, ein Tank wäre da vielleicht gar nicht mal schlecht, weil irgendwie der Schild, den müssen wir trotzdem ausrüsten können, oder? Gut, ich glaube, der hat keine Wirkung so. Jo, komm, ich will auf die nächste Stufe kommen, damit ich einen Skill nutzen kann. Gegner, spawnt mal. Oben müsste noch einer sein. Ich höre was. Hallo. Bam. Bam. Alter, wuchtig wie Sau. So, jetzt, was wollen wir? Ein effektiver Angriff gegen blockende Gegner, durch den sie anfällig für Folgeangriffe werden. Das kann man allerdings auch mit einem Schwert, mit einem aufgeladenen Angriff machen. Also braucht sich unbedingt. Ein hoher Sprungangriff, der wäre cool. Aber gut, was haben wir für Passive? Erhöhte Belagerungsschaden. Mutschaden. Plus 10% Rüstung, wenn du einen Kriegshammer trägst. Also, das ist doch gar schon mal ganz klar für ein maximales Lebenspunkt. Das ist doch schon mal voll krass für einen Tank. Schwere Rüstung, die Passiven. Alter. So. Und dann zurückwerfen das Skill, damit man zum Beispiel Zeit hat, den Trank zu saufen. Hey! Dann unterbricht er ihn einfach. Okay. Da haben wir es aber krass. Ich habe noch nie so problemlos zwei Gegner auf einmal platt gehauen. So, und schon die nächste Stufe. Was nehmen wir denn da jetzt? Ziel in einem 14, den Staatsherr betäubt. Oh, das ist cool. So, jetzt nehmen wir aber. Also ich will den hier als nächstes, also nehmen wir das hier noch mit. Gut, eigentlich hätte ich ja den nehmen können. Mist, warte. So.
Kleiner AOE. Na komm, put, 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 put. Hier ist einfach so viel Verkehr immer. Ich habe was gehört. Hier ist irgendeiner. Der obere? Ja, der obere. Hallo! Ah, Kacke. Bam! Voll auf die Fresse geflogen. Okay, jetzt aber mal im Ernst. Der Hammer ist im Nahkampf ja absolut overpowered. Also ich glaube, der wird bis zum Release noch ein bisschen genervt. Der ist ein bisschen zu extrem. Jetzt verstehe ich, warum kaum einer im Schwert rumläuft. Batz! Abflug! Genug Zeit zum Aufladen. Batz! Alter! Alter, ist der OP, Mann! Shit! Und vor allem, er schlägt nicht mal so langsam zu. Okay, das Ding ist echt krass. Das erklärt so einiges. Denn jetzt kommen wir zum Schwert. Schlägt zwar schneller zu, aber... Ihr seht schon, hier muss ich schon wieder mit Ausweichen arbeiten. Gut, wobei... Er unterbricht sie, das Schwert unterbricht die Gegner die ganze Zeit. Deswegen ist es eigentlich auch gar nicht schlecht. Das macht die Axt nicht. Solange die Gegner nicht ausweichend sind, sind sie völlig wehrlos. Weil sie die ganze Zeit immer wieder unterbrochen werden mit dem Schwert. Und das ist dann halt natürlich auch wieder das Krasse bei der Axt. Denn sobald die Gegner selbst zurückweichen, man muss nicht mal nur, wenn das Spiel zurückweicht, sondern wenn auch der Gegner zurückweicht, kann man auch kurz die Wurfaxe in die Hand nehmen und dem in die Fresse werfen. Naja, Alter. Aber das Schwert ist gar nicht mal schlecht. Zap. Okay, den Skill habe ich bisher noch gar nicht wirklich genutzt, seit ich ihn habe. Den muss ich jetzt auch gleich auch nochmal richtig testen. Richtig. Der erste Hieb hat ja auch nicht Schaden gemacht. Was macht denn der zweite? Das ist übrigens eine AOE. Da ist einer. Put, put, put. Okay, auf 2x150. Naja. Der Skill ist es nie so krass. Okay, das war das Schwert. Dann können wir mit dem Schwert natürlich auch ein Schild nutzen. Was eine erhöhte Blockrate bringt. Das wäre im Prinzip der klassische reine Tank. Mit dem Schild hat man eine, verbraucht man weniger Ausdauer beim Blocken. Glaube ich. Oder so irgendwas in der Richtung. Ich gucke jetzt gerade mal. Geht das auch mit der Axt? Alter! Nee, mit der Axt funktioniert es nicht. Mit der Axt geht das Schild nicht. Also das Schild geht effektiv nur mit dem Schwert. Gut zu wissen. Gut, dann haben wir noch den Bogen als nächstes. Dafür brauchen wir Pfeile. Ich nehme aber die Axt hier wieder. Mit. Der Bogen... ja, keine Ahnung. Der ist halt einfach ein bisschen eine schnellere und mobilere Variante zum... Zur Muskete. Die auch mehr Schaden macht. Aber halt...
Erstens das Spannen jedes Mal. Zweitens die Okay, den nicht fliegenden Bug. Dann haben wir den Abfall des Pfeils. Die Reichweite ist zwar schon groß, eigentlich gleich groß wie bei der Muskete, allerdings halt der Pfeil fällt irgendwann. Und das ist so ein bisschen problematisch. Ich habe schon die doppelte Reichweite drin. Also hier sehen wir es jetzt. Wie er den Bogen macht. Ist halt ein Pfeil, ne? Und vor allem die Fluggeschwindigkeit des Geschosses. Bei der Muskete macht's zack, bumm, er ist im Ziel. Der Pfeil, der braucht noch eine, hat noch eine Distanz, die er überwinden muss. Und das macht es deutlich schwerer damit, wirklich zu treffen. Auch wenn er extrem stark ist. Ich habe es gerade gesehen. 260. Die Muskete macht 144 bei einem Headshot. Oder waren es 160, 145 ohne Headshot? Ach, irgendwie sowas. Mit der Muskete hätte ich getroffen. Ja. Es ist halt ein Bogen. Dann haben wir natürlich auch hier ein paar Skills. Ein Mehrfachschuss. Was aber natürlich der größte Vorteil zum Bogen ist, hier der Schnellschuss. Vor allem für kurze Distanz. So im Ausweichen. Au. Meine Fresse. Was war denn jetzt los? Aber noch ein Gegner. Ich will jetzt den anderen Skill hier noch genau ausprobieren. Da war ein Gegner. Okay, der schießt aber irgendwie nicht dahin, wo man hinzielt. Mist, der dritte müsste unbedingt treffen. Der macht nämlich am meisten Schaden. Vergiss es. Ja, irgendwie lade ich den Schuss jedes Mal auf. Dabei braucht man das gar nicht. Er macht genau gleich viel Schaden, wie wenn man direkt schießt. Alter, auf die Distanz verschieße ich. 206. 164. Ach, keine Ahnung. Na, das war der Bogen. Er ist halt ein Bogen, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Stäben. Wir haben den Feuerstab. Das ist quasi der Damage-Stab. Hier haben wir den normalen Schnellangriff. Oder den aufgeladenen. Geht doch. Es macht ordentlich Unterschied in der Geschwindigkeit des Angriffs und auch im Schaden, merkt man's. Und das Ding ist relativ effizient. Dann haben wir hier zum Beispiel noch so einen Skill hier. Putz. Der braucht halt Mana.
Sobald das Mana alle ist, dann ist es fertig. Dafür regeneriert sich das. Und dann haben wir noch einen anderen Skill, den können wir allerdings nicht in Gebäuden benutzen. Weil der schlägt einfach nur aufs Hausdach. Und zwar. Diesen hier. Und der ist krass, wenn da vorne jetzt einer ist, der tankt, der hier ein paar Gegner holt und dann haut hinten einer so einen Meteoritenregen rein. Alter, und genau deswegen habe ich so eine der Varianten nebst dem Schwert fürs Design, weil es cool aussieht, oder eben dem Heilstab für Eigenheilung, wobei die gar nicht mehr so stark ist, den Stab hier. Also wenn ich einen Tank irgendwie mit in der Gruppe habe, dann kann ich nach der Muskete auf den Stab wechseln, wenn er was gepult hat, und dann fress das. Dann zapp. Also das Ding ist absolut zerstörerisch. Dann haben wir hier noch weitere Skills natürlich. Wir haben noch eine Feuerbelagerung, bringe massive Bomben in Position. Keine Ahnung, was es genau macht, muss ich nochmal testen. Wir haben einen Flammenwerfer, das ist einfach ein Flammenstrahl nach vorne, auf irgendwie 5 Meter Entfernung oder sowas. Einäscherung, ein Feuerschwall los. Der Gegner um dich herum Schaden zufügt, das heißt um ihn herum. Das wäre dann wiederum für den Tank selbst gar nicht schlecht. Und. Ach, eine Feuerspur. Okay. Also Pyromane ist im Prinzip für einen magischen Tank. Beziehungsweise für einen Tank, der als Sekundär- beziehungsweise Drittwaffe selbst einen Stab nutzt. Also im Prinzip sehe ich als Tank folgende Waffen: den Zweihandhammer, Einhandschwert mit Schild und den Stab. Man kann drei Waffen tragen, diese drei Waffen für einen Tank. Ich meine, der Stab, der ist auch gar nicht schlecht zum Pullen. Ist halt eine Fernkampfwaffe, mit der kann man auch pullen. Das macht es natürlich auch in der Hinsicht für einen Tank nicht gerade unappetitlich. Auch wenn die Reichweite nicht ganz so hoch ist. Dann haben wir den Heilerstab, was natürlich als Tank auch funktioniert, wenn er um sich selbst zu heilen. Der hat dasselbe Angriffsmuster bei den Auto-Hits. Nur sichtbar weniger Schaden. Allerdings hat er halt natürlich andere Fähigkeiten. Also wir haben hier einen Lebensentzug, der dem Gegner Schaden zufügt und gleichzeitig das Mana auffüllt. Wir haben einen Teleport nach vorne und irgendeinen AOE anscheinend. Dann haben wir den Beschützer, da haben wir einen Heilskill, da haben wir noch einen Heilskill, glaube ich. Ja. Nee. Das ist eine Schadensreduktion, also im Prinzip ein Rüstungsbuff. Und hier haben wir auch noch einen Skill, der ein Schutzschild erzeugt, der Geschosse abwehrt. Das heißt, absolut Anti-Bogen und Muskete. Das Gute, jetzt habe ich Schaden erlitten. Jetzt nehme ich. Zap. 12 Sekunden hält dieser Skill hier und ist halt ein Hot. Ist keine richtige Vollheilung, leider. Was er allerdings kann für eine Direktheilung, ist hier: schwere Geschosse können auch Freunde heilen. Das heißt, aufgeladene Angriffe auf einen Verbündeten bzw. auf einen Spieler, der nicht feindlich ist,
Die machen keinen Schaden, sondern heilen. Das ist unabdingbare Fähigkeit für jeden, der wirklich auf Heiler spielt. Ist auf sich selbst halt nicht nutzbar. Für Solo-Heal, für Eigen-Heal ist das hier der einzige brauchbare. Und deswegen denke ich mir halt so, lohnt sich das? Ich glaube, hier mal kurz das hier gefressen, das heilt schneller, es ist schnell gecraftet. Es frisst keinen Waffenslot. Ja gut, da tendiere ich dann doch eher dazu. Zap. Zap. Und den hier zu nehmen. Für die drei. Weil, ja, der Heilerstab für sich selbst lohnt sich einfach nicht wirklich. Als Heiler mit dem passiven Skill hier, dass der schwere Angriff auch ein Heal ist bei anderen Spielern, da kann man ihn als Heiler wirklich nutzen. Und hier ist er, glaube ich, noch verdoppelt die Effektivität. Ab hier könnte er tatsächlich dann auch nützlich werden. Müsste man erstmal ausprobieren, tatsächlich. Aber bis dahin, ja. Ja. Was halt ist, es ist wuchtig, das Gameplay. Das Kämpfen. Man merkt jeden Schlag. Es ist nicht ganz so wuchtig wie im gestern gemachten Video, im gestern vorgestellten Sword Art Online Alicization Lycoris, aber es ist wuchtig. Man merkt wirklich jeden Treffer. Hier, das ganze Bild vibriert auch ein bisschen. Die Musik geht immer noch zu wenig Schaden. Aber sie ist trotzdem geil. Vor allem, weil sie doch die riesen Reichweite und den Zoom hat. Im PvP, wenn man das jetzt, wenn man das richtig macht im PvP jetzt hier. Du siehst mich nicht, aber ich sehe dich. Ja, genau. Remm mir voll rein, du Vollidiot. Oh, Mann. Hier, Alter. Keiner kann mich sehen. Zumindest bis ich schieße. Den Moment, wo ich schieße, sieht man mich natürlich. Ah, da ist noch einer. Mist! Muss er sich genau jetzt bewegen? Alter! Ich meine, jetzt mal im Ernst. Liegt hier einer? Das ist krass, ey. Gut, man sieht die Namen leider. Der Name verrät mich natürlich. Ich weiß nicht, sieht man den im PvP? Oder lässt die Tarnung den Namen verschwinden? Das sind alles so Punkte, die muss man erst noch herausfinden. So, komm schon, ich will jetzt hier irgendwo einen Gegner sehen. Irgendwo was hitten aus der Position. Das war der Teleport. Hm. Da haben wir was. Ey, wie kannst du mich sehen? Ah, Ausdauer, Ausdauer. Und genau dafür hat man dann die Axt noch dabei. Ja gut. Ich denke, damit haben wir das Kämpfen soweit durch.
Es wurde schon mal gefragt im Chat, ob es ein Zweihandschwert gibt. Nein, gibt es nicht, aber eventuell kommt das ja noch. Vielleicht wurden sie damit noch nicht fertig oder sie bringen es halt einfach nur nachträglich noch rein. Dafür ist auch eine Beta. Vielleicht merken die oder vielleicht wird denen geschrieben: Ey Leute, wir hätten gern ein Zweihandschwert. Ich meine, irgendwie der Captain, den wir ganz am Anfang töten müssen, der hat ja ein Zweihandschwert. Warum können wir kein Zweihandschwert benutzen? Und der Boss, der hier in dem verderbten Turm ist, der hat auch ein Zweihandschwert. Das ist übrigens der Captain, den man im Tutorial töten muss. Der hat ein Flammenzweihandschwert. Warum können wir kein Zweihandschwert benutzen? Ja, gut, ihr habt recht. Wir haben Zweihandschwert im Spiel. Okay, dann machen wir das jetzt halt auch für den Spieler nutzbar. Könnte also noch kommen. Also, ja. Gut, ich denke, das war's dann soweit. Ich werde natürlich, wenn das Spiel released wird, neue Videos machen. Und dann sehen wir dann auch den Unterschied. Wenn es ein großer Unterschied ist, dann werde ich die Videos, die ich jetzt gemacht habe, löschen und ersetzen. Andernfalls werde ich einfach quasi ein Update-Video dazu machen. Also, wir werden sehen. Entsprechend freut euch auf den Release des Spiels. Ob ihr das Spiel selbst schon gekauft habt oder es euch noch am Überlegen seid. Bei mir werdet ihr die Informationen kriegen. Also sobald das Spiel rauskommt, sobald es released wird, werde ich direkt reingehen. Also am Release-Tag, beziehungsweise einen Tag nach dem Release-Tag, da ich ja nicht direkt downloaden darf. Außer sie geben den Download einen Tag vorher frei, dann am Release-Tag. Und dann seht ihr, wie das Spiel tatsächlich ist. Und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es holt oder nicht. Gut, damit verabschiede ich mich von diesem Video und von der Beta als Video. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder, in einem anderen Spiel. Bis denne und möge die Macht mit euch sein.